Hey, ihr beiden. Guten Morgen. Na, Schwesterherz, dir auch einen. Oh, fuck. Dieser geile Anblick schon wieder. Bleib cool, Daikin. Na, Bruderherz, hat es dir etwa die Sprache verschlagen? Ach was, mir doch nicht. Mir vielleicht. Nee. Bestimmt wegen dem Unwetter, nicht wahr, Schatz? So ein Quatsch. Mir macht Unwetter nichts aus. Ich bin ganz cool. Wie auch immer. Guten Morgen, Catherine. Du hast ganz schön lange geschlafen. Ja, es war eine ganz schön stürmische Nacht. Ja, besonders stürmisch hier unter der Bettdecke, hä? Ich gehe jetzt duschen. Duschen? Oh je, Catherine will ihren sexy Körper waschen. Ganz ruhig. Willst du auch was zum Frühstück? Ich kann dir schnell was machen. Das ist sehr nett, aber ich hole mir unterwegs was. Oh, musst du wieder zum Training? Jep, wegen dem schönen Wetter wurde es auf heute verschoben. Okay, dann viel Spaß, Catherine, und gib dein Bestes. Natürlich, das mache ich immer. Nicht wahr, Daiken? Ja, das tust du, Catherine. Hi, dann bis gleich. Wir werden jetzt nicht unter die Dusche schlüpfen, oder? Catherine duscht ihren geilen, geilen, nackten Körper. Oh fuck, ich halte das nicht mehr aus. Brauchst du noch eine Weile mit dem Abwasch? Ja, das kann auch dauern. Ich lasse mir Zeit damit. Wieso fragst du? Wisst ihr was, ich glaube, ich nehme das in einem Rutsch auf. Ich glaube, ich werde da nicht die Chance bekommen, einen Cut zu machen. Und ich glaube, das will ich auch gar nicht machen. Ich würde schnell hinter mir haben. Ich muss gerade hier. Und danach muss ich mich erstmal abkühlen. Okay. Nur so, Prinzessin. Dann gehe ich einen Manga lesen. Okay. Was ist das für ein Satz? Immer machen. Ey, immer machen, Dude. Immer machen, Schatz. Alles klar, Verena ist beschäftigt. Ich bin so geil auf Catherine. Ich habe wirklich das Gefühl, dieses Spiel ist dann doch nur einfach dafür ausgelegt, hier das hier zu so rüberzubringen. Das muss einen Grund haben, oder? Man. Und dass die nicht merkt, in welches Zimmer wir gehen, hä? Catherine duscht. Ich will sie unbedingt. Okay. Fuck, Catherine, du geile Sau. Ich wusste, du würdest kommen. Mach ruhig weiter, Bruderherz. Du hast mich doch mit Absicht gereizt, nicht wahr, Schwesterherz? Ja, das war doch offensichtlich. Und jetzt sieh genau hin. Ich kriege hier Kopfschmerzen. Gefällt dir, was du siehst? Oh ja, sehr sogar. Ich meine, ich habe das schon mal gelesen bei Charakteren, aber nicht bei denen. Nicht in dieser Situation. Oh ja, sehr sogar. Du bist so mega geil, Schwesterherz. Sehr schön. Dann mach's dir, mein kleiner Listling. Fuck, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich muss mich beeilen. Dann mach schnell, Bruderherz, und spritz richtig viel ab. Aber ins Klo, die Beweise musst du vernichten. Oh fuck, ich komme, Schwesterherz. Okay, das war übertrieben wie sonst was. Das war seine halbe Körperflüssigkeit. Oh, du hast ja ordentlich Druck abgelassen, Bruderherz. Oh ja, Schwesterherz. Aber ich muss jetzt zu Verena zurück. Jap, ich dusche jetzt weiter und mach mich dann fürs Training fertig. Und wer macht da sauber? Ich sicherlich nicht. Ich muss jetzt zu Verena zurück. Oh, Schande. Wo warst du, Daiken? Oh nein, fuck. Ich, war auf der Toilette. Während Catherine duscht? Ja. Ja, ich musste trinken und das ist auch nicht schlimm oder so. Okay. Aber ist sowas nicht peinlich für euch? Nein, wir sind Geschwister. Da ist sowas völlig normales, Schatz. Ach so, das wusste ich nicht. Dann entschuldige, mein Held.
Nicht schlimm. Ich hätte es dir ja mal sagen sollen, meine Prinzessin. Ich wollte dir auch eigentlich nur sagen, dass Velia angerufen hat. Sie hat gefragt, ob wir zu Yuki kommen und dann Mittagessen. Willst du mit? Ach, ist in der Zwischenzeit die Velia zu Yuki gezogen? Wäre es schlimm, wenn nicht? Ich will noch was machen. Nein, dann habe ich umso mehr. Hihi. Alles klar, dann guten Hunger und grüße Velia und Yuki von mir. Das mache ich. Du kannst ja anrufen, wenn was ist, Schatz. Es kann nicht sein, dass die nichts vermutet, dass die keinen Verdacht hat. Das kann nicht sein. Puh, ich dachte schon. Ich will es ehrlich nicht erleben, wenn Verena mal richtig ausrastet wegen mir. Also nicht so wie am Anfang, wo ich ja aufs Blut und auf den Tod bekämpft habt, oder? Ich verstehe aber auch nicht, wieso ich so geil auf Catherine bin. Also, er und die Catherine, die merken beide, oh, da ist eine Spannung, eine sexuelle Spannung, aber gleichzeitig denkt wahrscheinlich der Dyke und die Catherine auch, das ist anders als üblich. Also ich tippe ja wirklich drauf, entweder hat es mit dem Unwetter zu tun, weil beim Unwetter, das sind ja hier Wetterfronten, die aufeinander stoßen, vielleicht hat es bei denen irgendwie was bewirkt, ja, oder da ist irgendwie was anderes in sie reingekommen, was dafür sorgt. Boah, erstmal Flüssigkeit nachtragen, hast ja viel rausgeschleudert, gell? Bis nachher, Bruderherz. Ich bin in ein paar Stunden wieder da. Alles klar, Schwesterherz. Und was läuft in der Klotze? Wieder nur Quatsch im Fernsehen. Hast du mich gehört? Danke für die Antwort. Ich bin wieder da, Bruderherz. Na, Schwesterherz. Also, das... Ich weiß nicht, ob das ein Punkt oder ein Komma sein soll. Moment. Na, Schwesterherz, wie war dein Training? Sie ist so süß. Das war ganz gut. Wo ist Verena? Die ist bei Velia und Yuki und kommt erst heute Abend wieder. Also sind wir ganz alleine, ja? Ja, das sind wir. Fuck, ihr Anblick macht mich wieder richtig geil. Das waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Das stimmt. Du siehst übrigens wieder richtig süß aus, Schwesterherz. Oh, danke schön, Bruderherz. Ich bin mal kurz im Badezimmer. Alles klar, mach das. Ganz cool bleiben. Ja, sag, das musst du mir mal sagen. Das musst du mir mal sagen. Das war aber jetzt wirklich schnell. Und Bruderherz, gefällt ich dir? Hat ja dann eine Rolle angezogen, oder? Fuck, ja, Schwesterherz. Du bist so sexy. Ich bekomme Lust auf dich. Dann komm her und nimm dir, was du willst. Wisst ihr, wäre das jetzt irgendwie mit der Verena, würde es mich wahrscheinlich weniger hier aus der Fassung bringen, ja? Weil wir haben ja schon mal indirekt was mitbekommen, halt nur mit Zensur. Aber hier sehen wir es jetzt wirklich einfach offen. Ohne Verhüllung. Aber halt mit der Catherine. Ich will dich, Catherine. Ich habe Verlangen nach dir. Ich auch nach dir, Bruderherz. Lass uns das wieder tun. Ach, gleich auf dem Esstisch, ne? Ich muss gleich wieder niesen. Ich hau auch gleich was raus. Hä? Hä? Na, willst du oder nicht? Hä? Also, ich rede jetzt nicht davon, sondern von dem Nieser. Gefällt dir der Anblick? Oh ja. Dein geiler Arsch macht mich richtig wahnsinnig. Nicht nur dich. Dann los, komm her und fick mich, du kleiner Lüstling. Nicht, das ist ein kleiner Arm. Du bist so sexy, Schwesterherz. Ich stoß jetzt in dich rein. Oh ja, schön tief drin. Fick mich ordentlich durch. Also was ich schon mal sagen kann ist, so Horror... Typen. Die kann ich synchronisieren. Für Polo bin ich nicht zu haben. Nee, tut mir leid. Nee. Oh fuck, kann ich wieder nicht reinspritzen, Schwesterherz? Na klar, mach ruhig, Bruderherz. Ich will dein Sperma in mir.
aufwischen auf Aisle 3. Fuck, war das geil. Ja, das war wieder sehr schön. Ich liebe dich, Bruderherz. Ich dich auch, Schwesterherz. Alarm! Alarm! Was macht ihr da? Was zum... Dieses blöde Chaos-Display muss auch immer die Stimmung versauen. Ich sag's nur ungern, aber wir müssen das checken. Okay, aber danach will ich eine zweite Runde. Abgemacht? Versprochen, Schwesterherz. Und jetzt komm, lass uns das erledigen. Sehr schön. Ich freue mich schon drauf, Bruderherz. Dann los. Oh je, was kommt jetzt noch? Finaler Bosskampf, hä? Und die Kastor, nördlich der Stadt. Diese Idioten geben wohl nie auf. Die kriegen jetzt gewaltigen Ärger, dass sie unseren Sex unterbrochen haben. Die können euch hören. Welche nie gesagt? Ich dachte, ich bin Bruder und Schwester. Sweet Alabama, Freunde, Sweet Alabama. Wir sind nicht in Alabama. Wo sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Die Chaos-Götter haben uns hier sitzen gelassen und jetzt müssen wir einfach unseren Job erledigen. Werden wir überhaupt bezahlt? Nee. Wofür tun wir das eigentlich? Damit wir Feierabend machen können. Ist doch logisch. Auf jeden, Schwesterherz. Machen wir die Dreckskerle fertig. Aber sowas von 100 pro. Danach will ich meine zweite Runde. Ist ja klar. Ist in Ordnung. Okay, was wird wohl hier der finale Bosskampf sein? Also erstmal hier die Chaos-Truppen. Jetzt bin ich wieder in meinem Element. Oh ja. Den habe ich vermischt. Die X-Schinder, nicht die im Badezimmer oder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder im Ace-Zimmer. Nein, auf dem Schlachtfeld. Oh Mann. Haut ab. Nee, das wäre Point Blank gewesen. Und bam. Hilfe. Schande. Echt so viele Chaos-Truppen hier. Das ist ja unglaublich. Hamana, 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 bam. Hamana, 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 bam. Granate. Und einmal da oben. Bam. Okay, Granate, Granate, Granate. Ausweichen. Bam, erwischt. Okay. Wieder so wirklich so viel Leben wie möglich zu behalten. Okay, die kommen wieder von hier. Das weiß ich. Und bam. Autsch. Und, yep. Nix doch. Die Rakete war zwar durch mich durch, aber hey, ich hab hier Muskeln aus Stahl. Jetzt reiht einfach ab. Bam. Okay, kommt noch irgendwas? Ein Heli. Hä? Was macht ihr hier? Hilfe! Ach, der schießt hier, wo ich bin, oder was? Ja, haust du ab? Nee. Okay. Ich bleibe einfach in Bewegung, dann sollte er mich nicht erwischen. Ich glaube, es funktioniert sogar. Hier geblieben. Erfolg bin ich gesichert. Dankeschön. Die Lust hat sie getrieben. Alles klar, die werden erledigt. War doch gar nicht so schwer. Jep. Und jetzt lass uns ganz schnell zurück, Bruderherz. Ich will Sex. Meine kleine, süße, kleine Schwester. Ich will dich auch unbedingt. Dann komm, Bruderherz. Lass uns hier verschwinden und Liebe machen. Oh, Mann. Das wird wohl keine Erklärung geben, oder? Warum die sich auf einmal so verhalten, hä? Aber der Deichen hinterfragt's doch auch. So, endlich zu Hause. Ich geh mich fein machen und warte auf dich. Alles klar, Schwesterherz. Ich geh schnell meinen Kram wegbringen. Dann bis gleich und lass mich nicht so lange warten, Bruderherz. Ich tapp ja immer noch irgendwie so auf Matrix-Kammer. Dass der irgendwie eingesperrt ist und es wird ihm alles nur vorgegaukelt. Und jetzt will ich Kevin bumsen. Obwohl das eigentlich falsch ist. Ich liebe Verena. Aber ich kann nicht aufhören, an meine süße Schwester zu denken.
Ich muss einen Grund geben. Es muss einen Grund geben. Aber welchen? Oh je. Rotlichtbezirk. Au! Okay, Schwesterherz, ich bin bereit für dich. Das ist schön. Dann komm jetzt her und nimm mich, Bruderherz. Die Geräusche mache ich nicht. Nein, gehst du vergessen. Oh fuck, ist das geil. Ich komme, Schwesterherz. Und, wie hat dir das gefallen? Orgasmisch. Oh je, was für ein Wort. Soll ich mir das merken? Lieber nicht. Du kannst richtig geil blasen, mein sexy Schwesterherz. Das freut mich, Bruderherz. Und jetzt fick mich von hinten. Oh ja, das ist so schön tief. Das gefällt mir, Bruderherz. Fuck, ich komme, Schwesterherz. Spritze in dich rein. Ich muss leise sein, ich bin nicht alleine zu Hause. Tu es, gib mir alles, Bruderherz. Oh ja, ich spüre, wie dein heißer Saft in mich reinläuft. Und ist es nicht der Orangensaft? Nein. Verdammt, was ein Druck. Du geiles Sau, Schwesterherz. Das ist mein Spruch mit der Sau. Sag ich aber auch immer nur so aus Jux und Tollerei. Nicht aus Fuck und Füllerei. Du hast ganz schön viel abgespritzt, aber das gefällt mir. Ja, könnten wir uns mal über was unterhalten, Schwesterherz? Jetzt? Na klar, das können wir machen und dabei kuscheln und entspannen. Du willst jetzt darüber reden? Vielleicht ein bisschen früher vielleicht? Also, worüber möchtest du mit mir reden? Naja, ich habe das Gefühl, dass das falsch ist, was wir hier tun. Ach nee. Was meinst du, Daiken? Gefällt dir der Sex etwa nicht mit mir? Bin ich dir nicht geil genug? Dabei gebe ich wirklich alles. Was? Nein, das ist doch gar nicht, Catherine. Du bist großartig. Und was ist es dann? Liebst du mich etwa nicht? Doch, das tue ich, Catherine. Aber nicht so, wie ich Verena liebe. Also nur wie eine kleine Schwester. Ja, genau, Catherine. So ist es. Aber ich liebe dich und ich kann nicht mehr darauf verzichten. Catherine, bitte hör auf damit. Ah, jetzt wirst du auf einmal wieder ernst, hä? Nach den Sprüchen, die du hier abgeliefert hast, Daiken, ja. Du gibst mir einen Korb? Willst du das mit uns beenden, Bruderherz? Was? Catherine, irgendwas stimmt hier nicht. Merkst du das nicht auch? Ich merk's doch! Ich fühle, dass du gerade mein Herz gebrochen hast. Aber ich verzeihe dir. Lass uns einfach wieder Liebe machen, Bruderherz. Wieso eigentlich eine Matrixmaschine? Vielleicht ist es einfach eine Succubus. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Ist einfach eine Succubus. Stella, bist du das? Nein, das geht nicht, Catherine. Verdammt, ich muss gehen. Was hast du vor, Daiken? Wo willst du jetzt hin? Entschuldige, Catherine, aber irgendwas ist bei diesem Hafen passiert. Ja! Und ich glaube, ich weiß auch was. Warte, Bruderherz. Tu mir das nicht an und bleib bei mir. Bitte. Verzeih mir, Catherine. Hä? Oh, Schloss der Verderbnis? Ist sie für all das verantwortlich? Ich muss es herausfinden. Die Verdammnis, also doch. Oh, Chips. Also könnte es doch sein, dass es zwar ihn... Hallo, meine Freunde. Ach, komm schon, Verdammnis. Wieso machst du das? Bam. Kann es sein, dass es ihn betrifft, aber die Catherine, die... Die tut sich kein bisschen da irgendwie Gedanken machen. Kann das sein, oder ist die... Die ist wahrscheinlich auch davon betroffen, aber der Daiken, weil er ja ein Wächter ist... Der merkt, dass da was nicht stimmt. Und die Catherine, die tut es wahrscheinlich einfach für normal abstempeln. So muss man es wahrscheinlich sehen. Aber das ist ziemlich weit zurück. Hallo, meine Freunde. Bam.
Na kommt der. Erfolggebiet gesichert. Dankeschön. Und nochmal speichern. Abschnitt 01. Und bisher keinen Treffer abbekommen. Ja, ja, ja. Oh Mann. Selbstverliebt, was? Oh fuck, die Verdammte hat so verdammt große Titten. Aber die Brüste von meiner Verena sind viel größer und geiler. Vielleicht hätte er auch eher gesagt, wieso sage ich das schon wieder? Die Pflanzen sehen frisch aus. Seltsam. Bitte was? Die Pflanzen da sind ein wichtiges Detail? Hat hier jemand eure sexuelle Energie angezapft? Ha! Hamna, 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 BAM! Wo gehen wir eigentlich jetzt gerade hin? Wir gehen hoch, wir gehen runter, bliblablub. Ein Porträt der Verdammnis. Sie ist nicht zu unterschätzen. Links oder rechts? Ich gehe mal links lang. Verdammnis. Die lebt noch? Ihr dachtet, wir hatten die zerstört. Hätte ich vielleicht doch rechts gewusst erst? Daiken, ich wusste, du würdest hier irgendwann auftauchen. Sag mir sofort, warum du das schon wieder mit mir gemacht hast. Nun, um ehrlich zu sein, wollte ich dir nur ein Geschenk geben. Was denn für ein Geschenk? Indem du mich und auch meine Schwester beeinflusst? Ach, jetzt fühle ich mich beruhigt. Es war also wirklich, dass die manipuliert worden sind, aber durch die Verdammtes, nicht durch... Doch, das, so ein bisschen hatte ich ja einen Verdacht gehabt, aber ich wirklich mit Succubus und Matrixkammer. Es hat sich wirklich alles live abgespielt, aber sie wurden beide manipuliert. Aha. Hat es dir etwa nicht gefallen? Du hast dich doch sicher amüsiert. Was redest du da? Willst du mein Leben ruinieren? Ist es das, was du willst? Beruhige dich, Daiken. Ich habe euch schließlich nur eure Liebe gezeigt. Danke, das wissen wir auch so, aber als Geschwister. Und jetzt sag mir endlich, was du von mir willst, Veronika. Nun, du wirst ab und zu herkommen und dich mit mir vergnügen. Ansonsten wird Verena die Wahrheit erfahren. So einfach ist das. Soll das ein Scherz sein? Das werde ich auf keinen Fall tun. Das ist deine Entscheidung, aber dann musst du mit den Konsequenzen leben. Wie mit meiner verstopften Nase, muss ich auch langsam damit wohl leben lernen. Du verdammte... Verdammnis? Passt, ne? Das eines sage ich dir, Veronika. Ich werde eines Tages derjenige sein, der dich vernichtet. Ich dachte, die hätten die vernichtet, aber wahrscheinlich ist sie im 9. oder 10. Teil wieder auf... Ist sie wieder, zum Leben erweckt worden, oder? Sehr wahrscheinlich. Deshalb ist die hier. Ich kann mich nämlich erinnern am Ende vom... 8. Teil, dass die Verena sie getötet hat. Kann ich mich erinnern. Soll das eine Drohung sein? Nein, das ist ein Versprechen. Und ich stehe zu meinem Wort. Du kannst es dir ja nochmal überlegen, Daiken. Ich biete dir eine friedliche Lösung an. Und an unfassbar versauten Sex. Wenn du willst, sogar jetzt sofort. Das wird dir gefallen. Hä? Der Anblick von diesen Titten. Fuck. Nein, ich darf nicht. Ein nettes Angebot, aber ich danke. Ich verzichte. Aber danke, ich verzichte. Nun, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber irgendwann gehörst du mir. Der hat sich wirklich einen Narren gefressen an dem Daiken, oder?